Hallo meine Freunde und willkommen zurück in Planet Crafter. Lang ist her, ich arbeite ja schon seit einer Weile, ich habe im letzten Part ein wenig Arbeit ja und so weiter an einem Projekt. Ich gebe euch da jetzt mal kurz ein Zwischenupdate. Ich habe die anderen Parts, was ich da gehabt habe, gelöscht. Schon vor längeren bei der Säuberungsaktion und mir gedacht habe, mache ich nicht mehr weiter. Das heißt, ich gebe euch jetzt mal ein komplettes Update, was so viel heißt wie. Eigentlich wollte ich schauen, wie hoch man bauen kann. Hab mir einen Platz gesucht, hab begonnen. Hier. Begonnen. So. Jetzt ist mir das Eisen rausgegangen. Dann habe ich langsam gemerkt, da geht's dann schon eine Weile dahin. Ja, jetzt habe ich hier angefangen, Eisen zu schürfen. Also eigentlich nur das Grindmaterial. Ich habe tatsächlich die großen Schürfdinger gehabt, aber die förderten weniger sogar, weil die mehr von diesen Special Resources holten, die ich eigentlich hier jetzt als Abfall, wie ihr seht, verwende. Also als Müllhaufen. Können wir auch mal machen, auch Icon wie Stapel, den Müll. Ich sehe, sie kriegt da nicht so viel Eisen raus. Leider. Aber ich war aber jetzt auch ein paar Minuten, wenn man das Spiel untertags mir einfach laufen lässt und sich das befüllen lässt, ausreimt, da kommt schon dann was zusammen. Aber es ist und bleibt leider so, dass es eine ziemlich zache Angelegenheit ist. Andere Sachen zu türmen geht nicht. Ich habe schon geschaut, ob ich mit diesem Material irgendwas bauen kann, aber ich kann da nichts bauen, was ich türmen kann. Schön. So, das schmeißen wir weg. Ja, ich hau viele Mats weg. Der ganze Riesenberg. Ja, dann haben wir gedacht, bauen wir mal hoch. Ich zeige euch mal, wie hoch ich bin. Nein, es ist jetzt nicht irrsinnig wahnsinnig, wenn ich. Aber ich nehme mal kurz eine Sauerstoffflasche mit. Also, ich bin kurz vorm Aufgeben, ich sag's euch. Ich schaff's nicht, das obere Limit zu bekommen. Schaut mal so aus der Anfang. Ich hab's hier mal diese Blöcke gestapelt. Und dachte, ja, stapel's mal. Wird schon nicht so hoch gehen, ne? Am Arsch, das geht sowas von verdammt hoch. Problemlos ist. Aber seht selbst. Vor allem seht ihr links unten die Y-Achse reinlaufen. Zuerst ist X, dann ist Y. Nee, Z-Achse ist das. Y. Ja, Z ist in der Mitte. Seht ihr? Das ist schon recht hoch. Da ist der Bogen. Noch die Höhle. Die Höhle. Das Wirrwarr da drunter. Man sieht halt hier gut überall hin, tut man okay, da ist halt nichts mehr. Ne? Ist aber echt cool. Schöner Ausblick, muss man schon sagen. Warte mal. War das nicht das Spiel damit, wo man das ja hat deaktiviert? Können wir im Fotomodus rumrennen? Also, ihr seht da ist schon da und setzt er, warte. Hier meine Wohnung, eine Ferienwohnung. Gut, na gut, haben wir gedacht, gehen wir weiter. Wir sind bei 690. Jetzt sind wir bei 1000. Ich habe mir dann gedacht, ja, das gibt es ja nicht 1000. Das muss ja irgendwann mal Schluss sein. Das gibt es ja nicht. Kann ja nicht so ewig weitergehen, ne? Mal war ich bei 1250. Tja, 1500 auf mich zukommenderweise. So, das machen wir mal Zwischenstopp. So. Also wir sind jetzt schon verdammt hoch. Wir sehen die ganze Map. Ich war schon da hinten in der Ecke. Da ist nichts. Das ist manchmal so ein grüner Fleck. Da ist nichts.
Die Berge da hinten habe ich mir schon angeschaut, aber nicht, da bin ich nicht hingerannt, weil da dürfte nichts sein. Da war ich schon, da bin ich wirklich den Rand hier entlang gezuckert. Also das Ganze ist wirklich eine viereckige Map. Ich dachte mir, ja gut, wenn das ein XY wird, das ein paar tausend haben, dann wird es ja ein Z auch nicht so viel haben. Wir nähern uns der Wolkendecke. Und das erste Sauerstoff geht aus. Er geht allgemein, wie gesagt, ein bisschen schnell aus, aber... Jetzt ja. Ich habe schon keines mehr mit. So, wir zuckern weiter, wir nähern uns der 2000er Marke. Wie ich das begonnen habe, gab es keine Teleporter nebenbei. Der ist jetzt mittlerweile ganz oben schon montiert. Aber ich will euch ja den Weg zeigen. Wir rennen hier schon ewig nach oben. Und wir sind noch lange nicht da. Ich sage euch mal, wann es beginnt, sich dem Ende zu nähern. Ich habe irgendwann angefangen, dann mit Treppen weiterzubauen, statt mit diesen Konstruktblöcke da. Konstruktionsblöcke. Und dann geht es aber immer noch eine Weile lang mit Treppen weiter. Also solange die Treppen nicht kommen, sind wir noch weit entfernt. Und ja, es war eine ziemlich zahre Geschichte, das alles zu bauen, weil nein, ich weiß nicht mal, ob man im Spiel was ercheaten kann, aber nein, ich habe nichts ercheatet. Ich weiß nicht mal, wie es geht. Ich hätte mein eigenes Safe-Game anfangen können und hätte im Creative das machen können. Das ist das Einzige, was ich vielleicht bald mache. Ich schaue, ob ich glaube, das Spiel war das, was ein Creative-Game hat. Geh in Creative und bau das einfach bis nach oben, weil das sonst ein bisschen schrecklich ist langsam. Mit dem Ressourcenfarmen. So. Ihr seht mal, hier beginnen dann langsam mal die Treppen. Und dann geht es schneller dahin. Wir sind jetzt hier bei 3309. Also hinter diesem Planet. Da schweben zwei Blöcke. Die habe ich ganz am Anfang mal dort vergessen. Ich sehe noch unter meiner Base, aber ich sehe halt nicht mehr allzu viel. Es wird jetzt schon sehr, sehr. Also hier kann man nicht mehr viel, das ist ein fetter Planet. Man kann hier wirklich nicht mehr wirklich von schöner Aussicht reden, weil man eigentlich nichts mehr sieht. Oh! Poch! Ich hab gesumpert. So, wie ihr uns seht, muss ich mich beeilen. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Und ich will aber nicht, dass man da der Sauerstoff ausgeht. Wenn ich sterbe, muss ich mein Klumpert wiederholen. Wir nähern uns der 4000er Marke nebenbei. Übrigens, wenn es bewölkt ist, sieht man es, wir sind über der Wolkendecke. Das heißt, die Wolken sind nicht mehr über uns. Und da oben ist Schluss, hier. Nein, ist nicht, da geht's noch weiter. Scheiße. Ich muss wirklich schauen, dass es das hier ausgeht mit Sauerstoff. Also ihr braucht mehr als eine Flasche darauf. Auch wenn sie nicht so, wie ich jetzt die ganze Zeit stehen bleibt. Normal fahre ich direkt ums Eck, aber es ist so hart, schaut. So ungefähr. Mal wirklich aufpassen, dass man nicht runterfällt. Weil das Jetpack fliegt ja wieder nur, wenn man Boden unter den Füßen hat. Jetzt wird's kritisch. Ja, ich weiß. Geschafft. So. Jetzt zeige ich euch das aber nochmal. Also wie gesagt, ich habe jetzt einen Teleporter da oben. Wir sind jetzt hier. Also ich sehe gar nichts mehr. Ich weiß, da ganz leichte Umrisse. Wir sind jetzt auf 4600. Es ist ja schön, dass Planeten alles da abbissen. Es ist schön, dass man alles sieht hier. Ich wollte doch einfach nur das. Ich wollte wirklich einfach nur das Ende von dem Scheiß erfinden, damit ich sagen kann, ich habe Max Höhe gebaut. Das war eigentlich als kleines Video geplant, kleines Projekt, es dauert
Dauer von dem ist mittlerweile schon, ich weiß es nicht mehr, wie lange das schon dauert. Keine Ahnung. Lange. Kann ich euch sagen. Lange. Und ich habe dazwischen ja pausiert, ein Update-Video gemacht, etc. Da ist der Teleporter kommt, der erleichtert. Ich bin ja da einmal runtergesprungen. Das zeige ich euch dann auch. Ich bin ja da wirklich gesprungen. Und hab da fallst du ja schon ewig bis mal unten ist mal. So, dann gehen wir wieder hier platzieren. Passt. Jetzt wieder mit Steuerung drückt halten für das Massenprozessor, das kettet sich ja an. Einmal nach vorne raus und zwecks der Rotation. Das hätte sich nämlich auch merken können, wenn schon so einbauen für Massenbauen, dass die Rotation bleibt. Das mal eingestellt habe. Aber wenn sie nicht, wäre ärgern. So. 5669. Jetzt zeige ich euch, wie lange wir da runter brauchen. Wir haben jetzt fast vollen Sauerstoff. Und jetzt geht's los. Mit 3, 2, 1, los! Geronimo! Ich drücke jetzt nicht Jetpack, weil da werde ich schneller. Ich habe auch keinen Plan, wie lange ich da jetzt fall. Ich schätze mal, werden ein paar Minuten werden schon werden. Also Minuten im Sinne von eine Minute wird schon fallen. Da sind wir 4000 jetzt. Also wenn ich jetzt Jetpack drücke, beschleunigt das. Wenn ich nach vorne drücke, passiert gar nichts. Aber man kann theoretisch von hier aus in alle Richtungen dann wegfliegen. In die Ecke, in die. Man kommt recht weit. Es geht sogar mit dem Jetpack recht weit. Wenn man richtig weg kann man sogar ein bisschen geradeaus fliegen. Also man kann aber da überall rauf, die ganzen Dächer, also Steine oben. Aber seht doch mal schön die Karte. Das ist wirklich so ein Viereck. Das Wasser im Krater. Und so, und das hier, so entdeckt sie sogar wirklich die Höhlen, ja. Also ihr seht, da wird noch ein bisschen ausgebaut. Ich schätze mal, hier kommt noch was her. Das ist ein bisschen mager alles. Ja, wir sind bei 1500, wir fallen noch. Sehen Sie? Bevor ich das mit dem Teleporter gemacht habe, bin ich das Ganze jedes Mal runtergeköpft. Hab mein Inventar angefüllt, bin raufgelaufen. Wisst ihr, wie lange das dauert hat? Nein? Ich kann es euch auch nicht mehr sagen. Ich kann euch nur sagen, es ist verdammt langweilig gewesen. Daher hat sich der Part auch dann auf viel mehrere kleine Teile zusammengesetzt. Weil es einfach nicht, das war nicht packbar. Also das ist unpackbar gewesen. Warum ist da eigentlich? Da unter mir ist genau eigentlich zu wenig. Achso, Steine. Mal langsam da drücken. Jetzt knallen wir ja am Boden auf, weil es muss ja nicht viel über den Fallschaden gehen, weil alles andere ist ja so realistisch. So, ihr seht's. Das ist noch von vorher. War eigentlich nur fürs Aufbauen von die. Ich habe gerade die Bohrer aufgebaut, daher ist das jetzt noch alles da. Ja, prinzipiell mache ich das die ganze Zeit. Also ich baue da hin und her. Stiegen. Mit dem Porten geht es jetzt wesentlich schneller. Das Problem ist nur, dass man die Steine ausgehen. Ich könnte jetzt durch die komplette Map laufen und wir uns geistesgestörter Steine einsammeln. Ich sage jetzt deswegen nichts weiter, weil ich habe das gemacht, aber nicht die ganze Map. Es war nur in einem annehmbaren Umkreis, habe ich das gemacht, weil sonst Sauerstoff und alles ausgegangen immer. Treffe ich. Ah, oh, schon tut's ja schon cool so, oder? Wir haben 1, 2, 3, 4. 4 Planeten um uns. Cool schaut's ja aus, weil man da herum ist, es kommt so ein Meteor schon ab. Der geht unter einem nieder oder trifft sogar teilweise die Konstruktion von mir und explodiert dann da die ganzen Sachen.
Finsternis tut uns nicht allzu viel weh, weil da oben mal bauen ist sie hell. Das ist meistens hell. Wenn es finster ist, sehe ich auch was. Hey, unsere Lampe. Na Schatz. In dem anderen war teilweise wirklich, für die großen Erntedinger, war teilweise wirklich alles voll. Alles voll. Und zwar kein einziges Ding drin in einem so ein Ding. Habe ich schon öfter gehabt. Dann jetzt habe ich mir gedacht, die Kleinen, wenn die Kleinen jetzt wirklich mehr bringen, habe ich lange Zeit mich selbst ein bisschen vergimpft. Da. Ich muss das wirklich anders aussortieren. Sonst bitte nicht so. Ah, Wahnsinn, hätte ich nicht gehabt. Nochmal so viel etwas von den Eisen da rein da drinnen hat. Ja, weil eigentlich ist das Eisen ja schlechter als die restlichen Materialien, also nicht das alle, aber. Ja, ihr wisst, was ich meine. Alter, da ist mehr Material, als ich brauchen kann. Ich pack das nicht. Was gibt's? Na, gehen wir gleich bauen. Gehen wir gleich wieder bauen. So, den nehmen wir mit. Nein, nehmen wir nicht, weil wir keinen Platz haben. Müssen wir da jetzt noch bisschen. Ich will nicht zwei, ich will nicht an der Karten ran, stoße ich zwar eh lang nicht, aber. Mal schon wieder einen Richtungswechsel machen. Vor allem gibt es Richtungen, die baue ich lieber, weil ich einfach, weil ich in die Richtungen dann besser. Ja, das jetzt das. Weil ich in andere Richtungen besser dann, genau, die Rotation von der Treppe steht. Das werden wir jetzt ewig lang so weiter zusammen. Mal wurscht, ob das jetzt dann irgendwie Arsch ausschaut oder nicht. Ah, dann brauche ich beim Bauen nämlich nicht rotieren. Wäre so schön, wenn ich jetzt dann, nachdem ich das so seit zwei Monaten oder drei an dem rumbastel, wenn ich jetzt an das Limit stoßen würde, während sie dabei sitzen in der Aufnahme, das wäre natürlich absolut geil. Denke aber, dass ich jetzt da. Wir setzen uns hier ein Limit, ja? Wir werden bei 10.000 Höhe werden wir aufhören. Wenn es da nicht weitergeht, 10.001 ist Limit, dann ist es für mich. Nur der Himmel ist unendlich mäßig, ist es dann für mich. Hoppala. Kann man eh vorbeilaufen. Höhe passt auf. Jetzt ja. Sauerstoff wird schon wieder knapp. Sein müssen, dass ich den noch abreiß. Passt. Da ich unten erst letztens drin war, respawn ich ja in dem komischen Teil hier. Und kann. Alles tue ich schon wieder. Meinst du? Da müsste ja in viele jetzt gar nicht viel drin sein, weil da habe ich ja gerade rausgekommen, die ersten. Aha, so schaut es dann öfter aus, ja. Das hat jetzt blöd ausgeschaut, aber das waren die, die ich ausgeräumt habe. Alle weg. Da fliegen die Resources nur so in der Gegend rum. Und wenn das zweiter bei mir auf der Map wäre, der jetzt auch gerade was bauen will oder so, braucht Resources, ja bitte, mehr als genug, kannst du alles haben. Dürfte aber gar nicht so lang dauern, bis das alles da voll ist jetzt, weil eigentlich habe ich das jetzt vor kurzem alles ausgeleert. Weg.
So, anstatt hochzulaufen, bin ich schon ein paar Mal jetzt gemacht haben. Sport machen. Das Ding hat Koordinaten. 14 Höhe ist das andere. Ah. Mal genug mit, ja, Hammer. Warte mal. Ist das schon? Ja, es ist schon die richtige Treppe. Nein, da brauchen wir noch ein bisschen weiter. Wenn wir das ein Hin- und Her bauen. Ewig weit geradeaus und dann wieder einfach eine 180-Grad-Wende hinlegen. Aus sein. Hier noch. Ich brauche ja wieder einen. Da möchte ich jetzt dann. Naja, möchte ich. Ah, ich könnte noch immer weiter bauen, aber. Ja, bis 5000 lasse ich euch dabei, dann werden wir wieder einen Cut reinhauen. Ah, scheiße, ich habe vorher mein Handy da link gehabt und das Ding schreit los, mein Akku ist leer, lad mich auf. Und ich schaue ihm zu und das Kabel liegt daneben. Scheiter Kerl, ich weiß. Haha, ging sicher. So. Gehen wir mal trinken her. Deswegen habe ich auch einen Platz so gewählt. Alles parat, was ich brauche. Immer da. Einmal Niete. Einmal. Einmal. Niete. Wisst, wenn man nämlich das Eisen will, dann kommt nämlich die halbe Zeit irgendein anderer Scheiß daher. Und wenn man jedes andere wartet, kriegt man nur Eisen. Da wäre immer das gleiche. Kennt sich ja jeder. Normal würde ich jetzt noch nicht drauf gehen, aber da wir nicht mehr wirklich weit von 5000 entfernt sind, müsste ich das eigentlich ausgehen. Mit. Das sind 780, 90, 800. Zack. 904.950. Ein paar können wir machen, aber es wird das geht sich nicht aus, leider noch direkt bis rauf, aber. Na, da fehlen noch ein paar. Aber es fehlen immer so Welten. Ah, das sowas mache ich nicht. Das ist der Fall. Falle ich lieber wieder ein Stück. Jetzt nach oben ist nichts mehr. Jetzt muss ich ja bald im Weltall ankommen, wenn das so weitergeht. Aber ja. 4980, da kaum schon. Gibt es noch ein paar solcher Dinger. So, ich darf holen wir auch gleich. Okay. Steppert.
Yay, zwei. Yay, keins. Yay, zwei. Yay, kein. Ist das nur. Ich erkenne Muster. Muster broken. Muster wash broken in die falsche Richtung. Mit 6 komme ich auch die letzten paar Meter nicht drauf. Komm schon, Platz weiter. Tja, und wenn man da jetzt drauf wartet, wird das, ist das verdammt zahm. Also da wird es jetzt dann langweilig. Ein bisschen. Ich habe da auch nichts mehr drin, was ich gesehen habe, was man abbauen könnte. Habe ich schon alles abgebaut. Mal abbauen kann. War ich damals schon fleißiger. So, rauf mit uns. 4980. Wir starten die Richtung des Teleporters. Ja. 5000 und ich baue noch immer. Alter! Ernsthaft? Warum ist da ein Loch im Planet? Naja, also Leute, da muss, es muss doch ein Limit geben, das gibt's doch nicht. Kann ja nicht sein. Aber gut, ich beende mal die Aufnahme, werfe euch jetzt kurz da raus. Lasst das alles mal befüllen und mache hier morgen dann mal weiter. Gut. Dann Leute, bis gleich. So meine Freunde, einige Tage später, wenn nicht sogar Wochen, viele Spiele weniger, viele Stunden weniger, viele, viele Metallbrocken weniger, muss ich sagen, das Spiel hat gewonnen. Ich gebe es auf. Anscheinend gibt es kein Höhenlimit. Wir sind jetzt bei 7414. Was schon sehr krank hoch ist, wenn man bedenkt, wie viel Mats ich dafür brauche. Und ich kann leider nicht sagen, wie weit das noch geht. Ich weiß es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nicht mehr rausfinden. Ich werde die Savegames behalten. Vielleicht ergibt sich ja mal was. Aber das war's. Ich gebe mich ernsthaft geschlagen. Ich nehme das jetzt mit. Vielleicht gehen wir da runter. Seht ihr, wie hoch ich bin? Das ist abnormal. Ich hole noch einmal die letzten halben Kasten Steine. Und dann wird von unten rauf gegangen. Und dann ist der Part zu Ende. Ich zahle den Part jetzt seit Monaten. Ja, oh, ist sicher schon seit 2 Monaten mit. Ich habe mir gedacht, immer nebenbei mal die Höhe austesten, weil auf YouTube findest du auch nichts in die Richtung. Ja. Genauso wie ich es gesagt habe, ist es auch. Man findet auf YouTube nichts. Und wir testen die Höhe aus. Leider. Ich werde das Safe Game, wie gesagt, lassen. Ich werde mir das aufheben. Ich werde immer wieder weiter probieren. Vielleicht komme ich ja noch bis zu die 10.000, aber das geht sich jetzt zeitlich mit den ganzen anderen Games garantiert nicht aus. Keine Chance mehr. Da jetzt irgendwie rumzuspielen, vielleicht so nebenbei untertags mal laufen lassen. Nur immer zwischen Kochen, Kinderspielen, Fernsehen. Einmal nur mal schnell immer die Sammler ausleeren, dass man wieder viele Steine hat. Aber
War ein Versuch. Ich denke aber, dass das jetzt ein Ende gefunden hat. Und ich gebe normal nicht auf. Aber vorläufig habe ich hier meinen Meister gefunden. Vor allem, weil mein Bruder ja programmieren kann. Und der sich da auskennt auch mit den Engines. Und der sagt, es könnte so sein, dass die Engine kein Limit hat nach oben. Oder ein so hohes, dass es absurd ist. So, das war's. 7564 Steine hoch. So, werden wir jetzt mal nach unten gehen. Wir können nämlich nicht mal da jetzt runterhüpfen einfach. Wir würden zu lange fliegen, da sterben wir auf halbem Weg. Das heißt, wir bereiten uns jetzt vor. Aber nicht hier. Sondern hier. Ja, ich hätte das echt woanders bauen sollen. Wir nehmen uns mit. Zwei Wasser. Den Rest nehmen wir sich von dem anderen Kasten. Da müssten noch welche sein. Ich freue mich schon, wenn es mit den Tieren weitergeht, aber ich glaube, ich muss meine Base erhöhen. Vielleicht mache ich das in dem anderen noch. Die Base auf Stelzen stellen. Genauso wie es jetzt baue, ist es nur auf Stelzen, damit es halt. Ja, ihr wisst, was ich meine. Das ist halt nicht so. Haben wir dagegen noch nicht. So, Leute. Trinken. So, Leute. Und es geht los und wir schauen auf die Uhr. Es ist jetzt noch bei mir 23.49 Uhr. Ich weiß nicht, wie lang schon 49 ist, aber ich gehe mal da rein. Trink noch kurz einen Schluck. Muss ja nicht punktgenau auf die Sekunde losrennen, aber so ungefähr halt, dass die Minute ganz ist. Weil wir rennen da ja auch eine Weile. Deswegen schauen wir mal. Umgesprungen. Los. So, Leute. Also, begleitet mich am Weg nach oben. Wir legen aber dazwischen, na gut, die Zeit brauchen wir nicht viel schauen. Vergesst es, wir legen dazwischen mal Zwischenstopp sein. Wir müssen uns ja mal umschauen ein bisschen. Ah, habe ich noch ziemlich klein naiv begonnen, dem so, ja, wird schon eine Weile gehen. Viel höher als die Berge wird es schon nicht werden. Aha. Habe ich mir dann auch gedacht. So, dann werden wir mal rumschauen. So, wir sind ja schon relativ weit oben. Man sieht wirklich, die ganze Karte schön ist. Von dem Turm aus, wenn dann ans nächste Update kommt, sehe ich theoretisch schon die neuen Umgebungen. Da ist nämlich eine Höhle. Und so unter die Sandfalls, da sieht man ja alles von da. Das ist sowieso ein Hack. Hack. Da drüben sieht man auch die Ausbuchtung drin. Da, wenn man das jetzt nicht weiß, dass es eine Höhle ist, dann, okay, das erste Mal sieht, wird man das nicht erkennen. Ja, schaut schon mal gut aus. Weiter. Weiter im Text. Ich habe mich so gefreut bei dem Part. Ich habe mir so gedacht, jawohl, mal was aus keiner Art auf YouTube. Ich habe eben gesehen, einen, der hat das auch versucht, die Max-Höhe rauszukriegen. Ich werde das nebenbei noch weitermachen, wie gesagt, aber nur wenn ich eine Max-Höhe auch wirklich erreiche, dann gibt es ja ein Update davon, sonst ist jetzt hier mal Schluss. Wenn ich keine erreiche, gibt es dann jetzt ständig Updates. Ja, aber ich bin wieder 1000 höher. Der eine hat das probiert bis 4000. Oh, mein Lieb. Und bei 4000 hat er dann aufgegeben. Ich werde auch so einen Clickbait-Titel nehmen, so, ah, das ist die Max-Höhe von Planet Crafter. Und dann die Max-Höhe ist gleich unendlich. Ne, wäre gelogen, alles was nicht verifiziert ist, kann ich nicht sagen, mach ja nicht. Ne, ja, wird schon irgendwie gehen. Mach so einen Titel, wie hoch kann man bauen? Aber wie gesagt, es ist ja Wahnsinn. Wahnsinn, wie hoch wir schon sind.
bin da noch nicht mal. Ah, Moment. Ich hab gerade mein Mikro umgehaut, so. Wir sind bei 1800 ungefähr. Wir müssen zu 7000. So. Jetzt kommen wir aber zur Wolkendecke. Das ist immer ein bisschen interessanter, dann, wenn man so die Layer da umgeht. So, Wolkendecke. Durch. So. Planet. Boden bald nicht mehr sichtbar. Sauerstoff rein. Mit der Wolken drum wirkt das so, wie wenn das irgendwie urkomisch sich bewegen wird alles. Und? Seid ihr schon Fahrt? Ja, ist ein bisschen eine Sache angelegt. Wird bei den Stufen dann besser, weil Stiegen sind nicht diese Metallblöcke. Aber, weil kommt man schneller vor. Kann auch eine Täuschung sein, aber kommt man schneller vor. Und ich glaube fast, aber das ist schon schneller, aber da beschleunigt es ordentlich. Jetzt haben wir die Ecken, aber jetzt fehlt spät dran bis beim Lenken, so wie hier. Bist schon weg. Oh, jetzt Sturm. Dann muss ich hier mal umschauen kurz. Planeten, gut, und jetzt geht's schon. Theoretisch muss ich ja nur vom Gas von W runter und dann wieder ums Eck. Es geht auch in A an, aber es ist relativ schwierig in einem. Ich bin da schon noch runtergefallen, das ist nicht witzig. Das ist doch schneller hier, oder? Turbo! Die Luft und die Umgebung verfärbt sich da in tausend verschiedene Farben jedes Mal. Hin her. Ich freu mich. Den Part jetzt endlich mal abschließen kann und hochladen. Abschließen ist gut. Wie gesagt, ich werde es weiter probieren, aber ich bezweifle fast wirklich, dass ich das finde. Ich meine, sind wir sich ehrlich, ich bin schon sowas von krank hoch. Selbst wenn der Entwickler sagt, er gibt ein bisschen einen Spielraum mit, ja, zum Bauen, wenn wer hochbauen will. Ich könnte jetzt da ganz oben eine Plattform hinbauen, meine Base darauf stellen und mich im Boden unten nur überhaupt mehr mit einem Teleporter verbinden. Mache ich aber nicht. Weil nur ein Testding ist. Das ist ja nur eine Testvariante, Test-Safe-Game gerade. Im anderen habe ich den Turm mir nicht gebaut. Weil einige Ressourcen verdummt man sich ja wirklich auf immer oder auf ewig, ne? Die was rumliegen zum Beispiel. Am Boden direkt. Nicht mehr spawnen. Die habe ich ja nicht mehr mit dem Safe-Game zu viel zusammengehauen. Na schau. Da, Planet nicht Erde. Zweite Sauerstoffflasche. Ich will noch ein bisschen die Ecke. Los. Ihr seht, wie ich nach raufgerannt bin jedes Mal, wie es den Teleporter nicht gegeben hat, habe ich das ja begonnen. Ohne Teleporter, da jedes Mal raufrennen, die Steine mitbringen, das war dezent langweilig. Das hat überhaupt nicht lang gedauert. So gar nicht. Los, komm schon. Ja, ich weiß gerade gar nicht, was ich da reden soll, jetzt so viel. Außer, dass die unendliche Treppe ins Nichts ist gerade. Und es fehlen noch immer. Leute, überlegt euch, wie lange wir schon sind. Wir sind schon 7 Minuten vergangen, haben uns nur zweimal umgeschaut.
Wir sind hier schon ewig unterwegs. Also ohne Teleporter wäre das wirklich ziemlich unmöglich, weil da müsste man jedes Mal runterfallen und dann mit den wieder rauffliegen. Da fliege ich ja mit einem Inventar voll 10 Minuten rauf und dann wieder runter, dann wieder runter ein paar Minuten, dann wieder rauf und wieder runter, wieder rauf und da gibt es ein Lied. So, jetzt kommen wir bald gegen Ende. Schauen wir mal runter. Nebelschwaden, Planeten. Es gibt hier nur mehr Planeten. Mehr gibt es nicht mehr. Wir sind jetzt offiziell im Himmel angelangt, weil wir so guter Kerl sind. Bin ja ein Kerl, oder? Ja. Von der Statur her schon. So. Kurz doch, dann ist die unendliche Geschichte endlich. So, aber jetzt. Komm schon. Na, da fahr ich jetzt schon wieder rüber. Scheiße, wie war so? Wie war ich baut? Aber jetzt hat sich's dann, oder? Weil da unten steht 1700 bei 1700. 1000. Da. 7000. 300, glaube ich, war Schluss oder so. Du Wahnsinniger, das ist das letzte Jahr, wir sind um! 9 Minuten laut Uhr mit zweimal rundum schauen, jetzt geht mir das Wasser auch schon aus. 9 Minuten mit zwei, dreimal umschauen, ein bisschen aber sind wir nicht lang gestanden. Und hier ist es. Das fertige Niveau. Wir haben hier nichts mehr rundum. Da ist wirklich nichts mehr. So, rein da. Luft tanken, dann port mal rauf, dann springen wir noch einmal runter, einen schönen Dive-Flug mit dem Kopf voran, wäre cool. Geht aber nicht. Spieltag nein. Wicked sagt ja. Spiel hockt am längeren Ast. Naja, 7501 haben wir ja. So, Leute. Springen wir! Wie gesagt, ich gebe auf. Ich weiß nicht, wie hoch ich noch. 1564. Hopp! Hui! Ich weiß nicht mehr, wo ich hinfliegen kann. Oder wo ich land. Ja, aber es ist eine schöne Aussicht. Aber wie gesagt, ich kann auch nicht mal sagen, wie lang man jetzt fällt hier. Ich könnte es mit dem Jetpack noch beschleunigen. Falls man. Also, wenn man nach W nach vorne drückt, dann fällt man ein bisschen schneller, glaube ich. Aber ist egal, wir haben jetzt Zeit. Wir fallen da jetzt einfach mal runter. Wir sind ja schon bei 6800. Das ist so cool, wenn man da so fällt und wahrscheinlich im Runterfliegen sterben wird. Einfach nur, weil man halt einfach da runterfällt. Das Essen ausgeht mal gar dazwischen, während dann Fall. Kann man das ein bisschen beschleunigen? Wisst ihr, ich will ja wenigstens was sehen. Kann ja lang fallen, aber nur weißsinniger ist als Sache. Bin schon gespannt, ich bin sicher, weil jetzt von meiner Basis abgedriftet, oder? Nein, doch nicht. Wenn ich genau drüber bin, bin ich von meinem Teleporter ein Stück weg.
Ich versuche mich hier gerade zu orientieren. Ah, sind die See. Verpasst. Okay, Leute, mit dem Anblick hier lasse ich euch jetzt mal. Wie gesagt, ich hoffe, wenn ich es fertig kriege, was ich wo anstehe, kommt auf jeden Fall ein Update, ein kurzes dazu. Aber dabei schaut es nicht so aus, von daher. War ein schönes Experiment. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, interessiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dranbleiben, meine Freunde. Haut's ein Abo rein, da verpasst nichts. Würde mich freuen. Comment noch mehr. Ich versuche viel bis alles zu beantworten, auch wenn es nicht geht. Ich probiere es. Okay, das war's. Ja, habt schon meine Dinge gesehen. Wollte ich euch noch zeigen. Ich weiß ja, wenn ich immer alles weg, was kein Eisen ist. Eigentlich sind das die wichtigeren Ressourcen sogar, aber hier ist ja auch schon so ein Berg. Den habe ich auch schon lang gefüttert, den Berg. Na, ist schon cool. Passt, rein da. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und...